Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Multiplayer. Heute gegen einen Terraner und wir sind schon wieder Zerg, wie auch schon letzte Folge. Sehr interessant. So, nochmal eine neue Map. Wie sieht's denn hier so aus? Also wir haben hier eine Natural. Okay, hier wäre die dritte ziemlich offen, ist natürlich als Zerg egal. Aber es gibt drei mögliche Dritten, wobei die hier natürlich ein bisschen, also das ist eigentlich eher eine vierte oder fünfte. Ja, müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt, welche wir da wann nehmen. Jetzt ist ja erstmal ein ZVT, das heißt, wir werden uns gleich gegen vermutlich Aliens am Anfang wehren müssen. Cyclones ja nicht mehr nach dem neuesten Patch. Die können natürlich auch immer noch irgendwann kommen, aber sie brauchen halt ein Tech Lab. Und ich glaube, na, ich weiß nicht, vielleicht wollen das gerade am Anfang auch noch einige Leute ausprobieren. Könnte sein. Wir brauchen mehr Mineralien. Hier ist ja ganz schön eng an der Natural, ne? Das ist für Protoss echt gut. Fällt mir. Aber jetzt bin ich natürlich kein Protoss, sondern ein Zerg. Und da muss ich auf andere Sachen Wert legen. Zum Beispiel auf das frühe Gas. Das ist überhaupt völliger Quatsch, weil gerade als Protoss brauchen wir das frühe Gas. So, wir werden gescoutet. Auch das nicht weiter verwunderlich, denn er weiß ja sonst nicht, was wir sind. Uns fehlen Mineralien. Fährt aber direkt wieder zurück. Mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Heißt für mich auch, dass es vermutlich keine geproxyte Barracks gibt. So. Weiter rein. Er ist auf jeden Fall hier wieder rausgefahren. So, wir drohen erstmal fleißig weiter. Holen uns jetzt gleich den Overlord dazu. Mit dem werden wir hier gleich mal ein bisschen abkundschaften, ob hier eine Proxy Factory oder ein Proxy Starport gebaut wird. Außerdem brauchen wir ihn natürlich gleich eh. So. Das ist gleich der Pool endlich durch. Und dann geht es erstmal hier richtig ab. Cool. Davon. Wir brauchen mehr Mineralien. Hier rüber. Okay, das sieht nach einem Highground aus. Wie sieht es hier nach einem Highground aus? Hier vielleicht. Aber auch nur vielleicht. So. Nehmen wir hier die Rocks raus. Das ist ein Wegpunkt auf jeden Fall erstmal nach unten. So, noch wissen wir natürlich wenig. Wir werden relativ früh Speed nehmen. Im Schwarmcluster ist eine neue Königin geschützt. Sollten wir uns das leisten können, kostet natürlich 100. Das heißt, ich sollte vielleicht mal wieder das hier bemannen. So. Dann trotzdem hier schon mal zur dritten. Holen uns hier eine weitere Queen, denn wir werden ab jetzt erstmal hier unsere Queen so ein bisschen für Speed nutzen. So, kein Reaper, okay. Uns fehlt Energie. Dafür brauchen wir mehr Overlords. Mich ein bisschen. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Kurz nochmal einmal hier checken. Das nicht, dass er da doch was hingeflogen hat. Sieht aber nicht so aus. Nicht genug von diesen Overlords. So. Uns fehlt die Brut hat eine neue Linkspeed. Wir brauchen mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Und wir holen uns einen Roach Run. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. So wie ich die Zerg kenne, brauchen wir dafür Kriecher. So, Drohnen. Die Evolution ist abgeschlossen. Dafür reicht die Energie nicht. So. Die Evolution ist abgeschlossen. Das heißt, wir müssen hier mal kurz drüber boosten, was denn da so abgeht. Viele Marines. Stim wird noch erforscht. Okay, wir sollten dann gleich mal ein paar Roaches bauen. Oder halt eine Linge für ein Banning Mist. Wir brauchen jetzt mal Einheiten. Wir gönnen uns erstmal Roaches. Das geht nicht, Boss. Das geht nicht, Boss. Das geht nicht, Boss. Im Schwarmcluster ist eine neue Königin geschlüpft. So.
Dafür fehlt uns Vespingas. 3, 2, da ist er schon. Wir haben kein Gas mehr. Das geht nicht, Boss. Uns fehlt Energie. Sieht so aus, als hätte es der Gegner auf unseren Kriechertumor abgesehen. Wir brauchen mehr Overlords. Alter. Wie viel früher Stim einfach reinhaut, beziehungsweise früher Medivacs. Wurde leider nicht gebaut, weil ich wahrscheinlich nicht genug Ressourcen zu dem Zeitpunkt hatte. So. Bei dem Mineraliencluster gibt es nichts mehr zu holen. Gut. Die Brut hat eine neue Königin. Dann auf jeden Fall mal hier die Rocks hier gerade weg, bevor da gleich Tanks stehen. Ohne. Overlords. Dafür reicht die Energie nicht. So, und wir gönnen uns auch einen Macro-Hedge, bevor das hier gleich zu Problemen führt. Noch ist das nicht der Fall, noch haben wir sehr gut unsere Ressourcen unter Kontrolle, aber ich kenne mich ja. So, eine Drohnenrunde haben wir noch raus und danach bauen wir schon wieder Einheiten. Dafür reicht die Energie nicht. Es könnte sein, dass die Drohnenrunde noch zu viel war. Und jetzt auf jeden Fall wieder Einheiten. Von meinem Gefühl her müsste jetzt gleich wieder ein Push kommen. Uns fehlt Energie. So. So. Im Schwarmcluster ist eine neue Königin. Gut. Warum nix? Wie viele Drohnen haben wir? 69, ein paar mehr gehen noch. Und jetzt geht's hier komplett auf das. Und Bayern gegen uns auch. Das geht nicht, Boss. Das geht nicht, Boss. So, Einheiten. Ganz viele Einheiten. Wir brauchen 1-1 ist auch gleich durch. Das ist gut. 2-2 sofort anfangen und Overseer offen. Weiter Creep spreaden. Ein Mineraliencluster ist erschöpft. So, Hivetech. Und weitere Einheiten holen uns auch mehr Baninger. So. Das ist vermutlich seine vierte. Wir nehmen die fünfte. Ich wundere, dass er mich bisher gar nicht gedroppt hat, aber ich glaube, wir haben hier eigentlich auch eine ganz gute. Wir brauchen mehr Vision einfach über alles. Uns fehlen Mineralien. Uns fehlt Energie. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen auf jeden Fall auch mehr Vespingas. Dafür reicht die Energie nicht. Und natürlich gleich in Richtung Ultras gehen, zumal die ein neues Upgrade haben, wenn mich nicht alles täuscht. Da kommt ganz schön viel. Unser Krieger, dafür brauchen wir mehr Gas. Uns fehlt bei dem Mineralencluster gibt es nichts mehr zu. Nein, das war eigentlich so nicht gedacht.
Eigentlich sollte der Rest von hinten kommen, aber so ist auch okay. Leider haben wir noch keine Möglichkeit, hier Corruptern zu arbeiten. Weil die einfach noch nicht da sind. Jetzt sind sie da. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Unsere Truppen werden in die Mangel genommen. Ja, für das. Nice. Der Mineralien-Rotation abgeschlossen. Oh Mann, da vergeht einem echt der Appetit. Ein Mineraliencluster ist erschöpft. Bestplatziert ist das Gebäude ever. Uns fehlen Mineralien. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Der Mineraliencluster. Diese Zerg sind soeben mutiert. Sieht das sehr gut aus für uns. Bei dem Mineralien-Cluster gibt es nichts mehr zu holen. Ich muss das mal ein bisschen injecten. Unsere Truppen werden in die Mangel genommen. So. Bitte nicht. Aber wir können uns hier nochmal zurückziehen. Ist okay. Wir brauchen zwar ein bisschen Supply frei hier für unsere Ultras, aber das wäre dann doch ein bisschen sehr viel. So. Ultras ist auch ein gutes Stichwort. Wir haben jetzt Ultralisten, bewegen sich abseits von Kriecher schneller. Das erforschen wir mal gerade. Ist jetzt nicht das... Eigentlich ist das andere Upgrade sinnvoller. Aber... Trotzdem erforschen wir mal gerade das. Wir können auch ein bisschen trotzdem nochmal unseren Viecher boosten. Bei dem Mineraliencluster gibt es nichts mehr zu tun. Sieht so aus, als hätte es der Gegner auf unseren Kriechertumor abgesehen. Hallo? Deine Truppen werden angegriffen. Jeep. Ja, die erste Attack von ihm hat eigentlich viel Creep rausgenommen. Das war sehr viel indirekter Schaden natürlich, aber er hat halt keinen wirklichen direkten Schaden gemacht. Hat halt hier ein bisschen Armee abgetradet, aber wir sehen hier, meine Armee war da akzeptabler unterwegs. Und dann waren wir auf akzeptabler Eco beide. Und ich bin halt einfach ein bisschen schneller explodiert, glücklicherweise. Und dann im wahrsten Sinne des Wortes in seine Armee rein. Er hat sich halt sehr weit vorgetraut. Ich wollte eigentlich von zwei Seiten angreifen. Das ist wäre noch besser gewesen bei seiner ersten Attack. Dann hätte er auch nicht so viel evakuieren können. Da habe ich aber ein bisschen verkackt. Ich muss unbedingt hier mal, das kann ich auch gerade nochmal eben aktivieren, in Gameplay... Ne, wo war das? Das möchte ich gerade tatsächlich mal eben machen, bevor ich das vergesse. Alarmanzeigen ist nicht das, was ich will. Auswahlgegnerische Einheiten, Erfahrungspunkte. Ich will eigentlich... Wie heißt denn die Funktion nochmal? Maus und Tastatur. Das muss aber eigentlich bei Gameplay sein. Alarm, Rasse, Bauer. Alle Larven auswählen, außergegnerische Einheiten. Fenster Wiederherstellung erlauben. Steuerungsgruppen. Da, nicht anklickbar. Weil das hat mich, glaube ich, in diesem und im letzten Spiel viele Nerven gekostet. Ich glaube, daran lag's. Aber ob das auch so sein wird, werde ich dann beim nächsten Mal sehen, wenn es wieder genauso ist oder eben nicht. Das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts wieder auf die Folge klicken. Unten rechts ein anderes Projekt von mir. Und euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.